Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir haben gerade Klaus Hugo umgebracht in Marrakesch natürlich und müssen uns jetzt noch den guten General schnappen. Haben wir schon einen Plan, wie wir das machen? Ich glaube, wir wollten uns als Propagandateam verkleiden, auf jeden Fall. Weil das eine gute Sache ist. Was gibt's denn hier für eine Verkleidung nebenan? Frage ich mich gerade. Wir haben Klaus Hugo hier in den Schrank gesperrt. Hier gibt es angeblich. Ach so, die ist wahrscheinlich ein Stockwerk tiefer. Ja, wir müssen jetzt hier also ungesehen wieder rauskommen. Ich habe noch keinen Plan, wie wir das machen, ehrlich gesagt. Haben wir irgendwo noch ein Kostüm rumzuliegen hier? Unser Hausmeisterkostüm liegt unten. Nee, also wir müssen uns jetzt hier irgendwie rausschleichen. Und ihr seht, das wird vielleicht unter Umständen nicht so einfach, wenn uns hier wirklich jeder durchschaut, scheinbar. Schönes Ding, da drüben steht auch einer. Schleichen wir uns hier durch diesen Raum durch, wo auch einer drin steht. Ah. Also irgendwie müssen wir es gebacken kriegen, uns hier wieder heimlich still und leise zu verdrücken. Wobei der Soldat hier unten uns, glaube ich, auch durchschaut, ne? Jupp. Da kommt auch gerade ein Polizist. Bräuchten vielleicht irgendwie echt nochmal. Ach, hier oben. Ah, ich weiß. Alles gut, Leute. Wir kommen hier raus. So, und schon erkennen uns noch halb so viele Leute. Hi. So, sehr gut. So kommen wir also tatsächlich hier raus. Und da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht mal ganz genau, wo das Propagandateam sich aufhält. Wir sind ihnen einmal begegnet, relativ am Anfang. Und seitdem eigentlich nicht mehr. Die waren in irgendeinem Hinterhof, denke ich. Wir schauen noch mal auf die Karte. Hier ist die Schule. Ich glaube hier hinten, ne? Wenn wir da nach hinten links gehen, kann es sein, dass sie da einfach ihr Quartier aufgeschlagen haben. Und schauen wir nach. Oh, sorry Leute, sorry, ich muss. Und man überall diese Leute, die hier wohnen. Ist ja schlimm, da kommt man als Tourist ja gar nicht durch. Achso, das sind die wieder. Naja, können wir uns wieder Münzen mitnehmen. Weil nicht, dass wir sie jetzt irgendwie brauchen würden, aber. Ach, da oben ist die Sicherheitschefin. Ah. Gucken mal. Na, jetzt sind die Informationen natürlich gerade weg. Oh, keine Ahnung. Amen. Oh, no, you don't. Last time you just went to say hi, you wound up in Luxembourg, bought a Ferrari, got where you parked it, and then came home 48 hours later with a bag of croissants and a stupid grin on your face. This time, you're spending the day with me. Point taken. Okay. Das ist mir auch schon mal passiert. Euch bestimmt auch, oder? Hey, guy.
got one left. I'll go find a spot and then we head back to the school. How's that? Sure, we'll wait. Oh, da möchte sich jemand von der Gruppe trennen. Does General Zayden want to paper the whole city with these things? Yeah, you know what they say. The bigger the lie, the more people will believe it. Yeah, I don't know. What if the real Crystal Dawn finds out? They won't look too kindly on us creating revolutions in their name. It's fraud. They're a terrorist organization. Who are they going to complain to? Mal sehen, wir finden schon einen Ort, in dem wir ihn unauffällig überwältigen können. Wo wollt ihr hin? Da lang. Es ist genehmigt. Achso, da könnten wir natürlich mit der Pfütze ein bisschen arbeiten. Andererseits, wenn der Soldat einfach weggehen würde. Gehört? Ist der Richtige gehört? Ich glaube schon, ne? Ja. Hervorragend. Und dann ihn schnell reinzahlen, bevor der Soldat gelangt kommt. So, die Tür ist zu. Perfekt. So, dann verkleiden wir uns hier einmal. Aushängeschild. Okay, warum nicht? So, und den Typen verwahren wir hier sicher. Und unsere Münze nehmen wir natürlich auch wieder mit. So, das war ja relativ einfach. Dann können wir jetzt schon zu unseren Homies zurück. Sehen wir gut aus? Nimmt man uns das ab? Ja, es geht, ne? Wir haben nicht ganz die gleiche Gesichtsfarbe vielleicht. Die Augenfarbe stimmt eventuell auch nicht. Aber gut, Kleinigkeiten. Fertig. Done. Let's head back. Yeah, why not? I'm out anyway. Hey, what's up? So, dann gucken wir mal. Dann scheinen wir in die Schule reinzukommen, in dem Kostüm. Scheint unser Plan ja zu funktionieren, sogar besser als gedacht, weil wir hier sogar Rückendeckung haben. Those people, they have no idea what's about to happen. Don't think about it, just do the job. Some soldiers back at the school, I've heard them talking. They have fake Crystal Dawn headgear, Afghan rifles, and they're planning to shoot the protesters. You know, get things rolling. Like I said, don't think about it. When brass like Zayden play their games, there's always collateral damage. Just make sure you're super. It's shitty out there, man. We're part of this. You, me, right here, right now. Yeah. Why don't you chain yourself to the printing press when we get back? You need to be I'm sure that'll support Zayden's evil scheme. Me? I'm gonna go stick flowers in the rifle barrel. Yeah, well, I've got a conscience, so shoot me. Keep this shit up and somebody will. Assalamu alaikum. You wanna let... Nee, danke. Lampen brauche ich gerade nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber mit der Druckerpresse ihn uns daran ketten, eine so schlechte Idee. Besser aber noch einfach den General reinstopfen. Oder? Wie seht ihr das? Ich nehme mal einen Schluck. Hallo, Sir. Hi. Hier lang? Okay. Lalalala. Sir? Ich glaube, wir nehmen nicht den direktesten Weg zur Schule, ne? Ja, meinte ich vorhin eigentlich, fällt mir gerade so auf, ne, dass wir die Münzen jetzt nicht unbedingt brauchen, als ich sie aufgehoben habe. Hey, what's up? Und keine Minute später haben wir sie gebraucht. Tja, so kann man sich also irren. In dem Fall nicht schlimm. Hello, it's about time. Go straight to the printing room. General Zayden has an announcement to make, and you boys do not want to keep him waiting. Ja, da wollten wir sowieso hin. How you been? Der trifft sich ja ganz gut, also
ja, meine Intuition, dass ihr Propagandateam für den Kill mit der Druckerpresse vielleicht ganz gut zusammenpassen, scheint sich zu bestätigen. Ich hoffe nur, da sind dann nicht, also die bleiben da nicht ewig in dem Raum mit der Druckerpresse und wir sind dann irgendwann mal alleine da. Ich meine, ein Soldat ist da, okay. Aber den können wir irgendwo überwältigen und verstecken, ne? Und dann. Good work, 47. Now to locate General Zaydan. War mein Plan eigentlich, die Musikanlage spielen zu lassen und wenn Zaydan da langkommt, das nehmen wir mal mit, ihn zu überwältigen und dann in die Presse zu schmeißen. That is General Reza Zaydan, keeper of the peace. That is why we are expanding the campaign to the other city districts and suburbs. This means there will be no breaks, not until the job's done. So whatever you do, just keep those printers running. Hm. Was ist mit ihm los? Er guckt sich jetzt die Druckerpresse an. Contact. Okay. Also der telefonierende Soldat ist nicht hier. Da waren dann natürlich drei von den Typen jetzt hier rumzustehen. Was ein bisschen blöd ist. Können wir die irgendwo verstauen? Ich fürchte beinahe nicht. So, der geht schon wieder. Aber wir haben ja echt gar kein Versteck irgendwie, ne? Muss sein. Nope. Also statt des telefonierenden Soldaten haben wir jetzt hier einen Typen vom Propaganda-Team. Und wir können ihn irgendwo ablegen. Ach, hier. Du bist doch eine Kiste. Ja, perfekt. Okay, also mein Plan funktioniert, hoffe ich. Wahrscheinlich. Ich vermute, er funktioniert. So, und da muss ich noch mal gucken, wie das formuliert ist. Mit dem Achievement. Herausforderung, Attentat. Die Druckerpresse da. Nicht in diesem Ton. Indem sie ihn in die Druckerpresse werfen. Na gut. Vielleicht kommt er auch irgendwann mal hier vorbei. Stimmt, kommt er hier vorbei, ne? Also wir schalten das mal aus und vielleicht versucht er dann sogar das Ding eigenhändig zu reparieren, wenn er hier nächstes Mal vorbeikommt. Und dann können wir ihn da direkt reinschubsen, also das Ding einschalten und dann wird er reingezogen vielleicht sogar. Das wäre natürlich ein Knaller. So, wir warten jetzt wieder. Das machen wir ja relativ häufig hier bei diesem Spiel. Dann bis der gute General kommt. Ah, da kommt er schon. Stellt fest, die Druckerpresse ist aus. So viel zu meinem Plan. Und Kotter wurde gefunden. Und so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Okay, ich lade mal eben schnell. So, also da ist er wieder. Ja, natürlich. Ja. Guck dir mal lieber das Ding an. Ich weiß nicht, wie ich ihn da reinschubsen soll, ehrlich gesagt. Wir können ihn überwältigen, jo.
würde ihn so direkt reinschubsen. Ah, jetzt. Ich hätte nur ein bisschen geduldiger sein müssen gerade. So, haben wir denn noch irgendeinen Escape Achievement, das wir hier vollführen wollen? Schauen Sie durch alle Gucklöcher, da fehlt uns irgendwie noch eins. Starten Sie auf dem Dach, starten Sie in der Schulgasse, starten Sie in der Tiefgarage. Ne, das sind alles nur noch Sachen, wo wir starten müssen. Und Hugo Strandberg, indem wir den Feueralarm auslösen, evakuieren. Na, aber ansonsten, die Gucklöcher haben wir alle. Die malerische Route, also die ganzen Kinderzeichnungen haben wir auch alle. Okay. Haben wir noch irgendeine Meisterleistung, die wir heute mitnehmen wollen, müssen tun? Spaßanruf. Eliminieren Sie 5 Ziele mit einem Telefon. Das müssen wir noch machen, ne? Verstecken Sie 5 Leichen im Brunnen. Das müssen wir auch mal irgendwie noch hinkriegen. Da können wir hinten in der Gasse wahrscheinlich einfach ein Massaker anrichten, denke ich mal. 5 Ziele durch Stromschläge. War ist ja alles so anstrengend. Ertränken. Sie mit tödlichem Gift. Treten Sie die Schule als Direktor. Das machen wir auf jeden Fall als nächstes. Wir machen erstmal das hier fertig. Also wir können jetzt hier irgendwo gehen. Oh, da kommt jemand vom Propagandateam. Also wir verkümmern uns mal lieber, bevor hier irgendjemand was merkt. Ich meine, Zaydan, der von dem war nichts mehr zu sehen, ne? Da flogen ein paar Papierfetzen durch die Gegend. Außerdem war es ein Unfall. Und ja, ich habe festgestellt, ich habe gehört, im Internet, aus zuverlässiger Quelle, bestimmt, bin ich mir ganz sicher, keine Ahnung, dass, wenn die Leichen nach Unfallkills gefunden werden, und ja, das ist mir auch schon mal passiert, ich habe es nur nicht realisiert irgendwie, dann zählen die Körper nicht als entdeckt, ne? Also zum Beispiel bei dem letzten Elusive Target, das konnte man auch mit dem Unfallkill töten. Und dann wäre der Körper nicht als, also wenn man da Silent Assassin machen will, ne? Kann man die halt immer mit Unfallkills einfach aus dem Weg räumen, die Leute. Und das zählt dann auf jeden Fall fürs Achievement, weil gefundene Körper nach Unfallkills, ne? Gelten halt nicht als gefundene Körper, weil das war ein Unfall. Da vermutet niemand einen Mord. Gucken wir aber erstmal hier. Ob wir auf Stufe 20 kommen? Ja, kommen wir. Okay, cool. So, bin fort damit. Irgendwo fängt jeder an, ganz genau. Klavierspieler, yes. Theorie und Praxis, oh yeah. Aushängeschild, jupp. Warum wir kämpfen? Genau, die Rede haben wir uns angehört, nicht in diesem Ton. Und keine Beweise. Ein C10-Sprengsatz mit Annäherungszünder und das Tech-4A. Okay. Können wir uns da mal angucken. Immer unbemerkt, ja, leider nicht. Das haben wir ein bisschen verguckt. Ansonsten gar nicht so schlecht. Reicht auf jeden Fall. Gucken wir uns mal die Herausforderung an. Was war das denn hier? Keine Beweise, ne? Haben wir, glaube ich. Sauberer Schuss. Da war doch so ein. Wir haben einen Schalldämpfer abgebildet, oder nicht? Okay. Ach, das ist wahrscheinlich eine Attentatsherausforderung einfach. Ja, hier, keine Beweise. Ohne dass Körper gefunden werden, okay. Und löschen Sie die Bänder. Ja, also das war relativ einfach. Beim nächsten Mal gibt es dann die Rache des Direktors auf jeden Fall. Für General Zaydan und Klaus Hugo.
Werden wir ertränken? Das wird spannend. Ja, und dann haben wir hier nur noch lautloser Killer, nur Anzug. Und dass wir beide irgendwie unten in den Gang bringen und sie töten. Mit einer Ölfassexplosion. Ne, aber nächstes Mal, Rache des Direktors, ertränkter Schmerz. Ich freue mich schon drauf, auf jeden Fall. Könnte Knaller werden. Heute eine etwas kürzere Folge. Wir sind schneller durchgekommen, als ich dachte. Viel schneller. Tut mir leid, Leute. Ich werde zusehen, dass es nicht so häufig passiert in Zukunft. Wo wir gerade hier sind, können wir ja mal gucken, ob wir irgendwie noch ein paar Eskalationen offen haben. Ups, gibt's da was Neues? Oh ja, da gibt's was Neues. Das heißt, wir sehen uns nächstes Mal auf jeden Fall mit dem Gletschwind-Simulacrum wieder. Da bin ich schon gespannt. In Sapienza, wie es aussieht. Ne, das hier ist der Garten. Golfschuhe, ihr seht es. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, ich freue mich schon drauf. Ich habe noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, worum es geht. Hab das gerade zufällig entdeckt. Tatsächlich. Ich freue mich schon drauf. Damit machen wir beim nächsten Mal weiter als Gletschwind-Simulacrum. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall so oder so einen wunderschönen Tag oder wann auch immer ihr hier beim nächsten Mal reinschaut, eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis dann. Ciao.